hier im Stadtgarten in Köln und wir befinden uns immer noch im Lockdown. Was wir hier machen, ist quasi so ein bisschen überschreiben mit Past and Present. Und Present heißt, wir werden weiter schreiben, wir werden weiter arbeiten. Mit neuen Kompositionen, neuen Inspirationen. Als Solist hat man das Gefühl, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Stück mit einem Solo-Spot, wo man dann irgendwie solieren kann, sondern die haben sich einfach Gedanken gemacht, wer ist der Musiker, was kann das für ein Solo sein, dass wir für ihn quasi zuschneiden. Und das ist außergewöhnlich. Das ist sehr, sehr toll. Also es ist natürlich gemischt. Also einerseits unglaublich dankbar, dass man trotzdem zusammen Musik machen kann. Also dass wir uns einfach gegenseitig was vorspielen können, miteinander spielen können. So eine Klangexplosion dann auf einmal. Klangexplosion, Energieexplosion. Auf einmal wieder auf menschliche Energie trifft, das ist wahnsinnig schön. Dass ich mal wieder erste Trompete in einem großen Klangkörper spielen konnte. Das ist dann eher so eine, würde ich sagen, körperliche Befreiung, weniger eine mentale, weil man halt einfach wieder sich oben drauf setzen kann. Macht einfach mega Spaß, weil eine wahnsinnig gute Spielenergie und ein unheimlich gutes Zusammenspielgefühl einfach die ganze Zeit da ist. Und das war gerade ein großer Spaß. Und sind gespannt.
gespannt, wie es weitergeht, weil es macht einfach total Laune und die Band wächst immer mehr zusammen. Das ist echt ein ganz besonderes Orchester, das Fuchstone Orchester.